Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem, Let's Play des, nee. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play der ganz besonderen Art, weil es ein Epic Fail ist. Wir versuchen nämlich hier bei Rome Total War 2, mit den Römern traditionell historisch richtig zu spielen und wir failen gerade auf ganzer Linie. Also das Spiel, also beziehungsweise nicht das Spiel, sondern die Schlacht hier ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Also selbst wenn ich das, also ich werde es 100 pro verlieren. Ohne die Pikeniere hätte ich eine Chance. Aber ja, habe ich nicht. Deswegen, wenn ich selbst Pikeniere hätte, dann hätte er keine Chance. Aber okay. So, die Schlacht um Neapolis ist nicht lebensbedrohlich. Also ich kann da ruhig verlieren. In 3 Runden habe ich sie wieder. Also bis halt meine Legionen wieder zu Hause sind. Und das ist eben das Problem. Ich bin gerade in Griechenland. 10 Jahre zu spät. Beziehungsweise ich wurde ja aus Griechenland so rausgeschmissen, wie ihr ja alle wisst. Und ja genau, er greift bei Nebel an. So ein Blödsack. Sind die stationär? Die sind stationär, das ist wunderbar. Gut, ich muss mir eine Stelle suchen, wo er nicht hinschießen kann. Genau, was ich gerade sagen wollte. Genau, wir müssen nämlich, es ist das Jahr 131 vor Christus. Und da ist Rom eben in der Türkei gelandet. Und wir sind jetzt weit davon, also noch weit davon entfernt, überhaupt in der Türkei für Trouble zu sorgen. Ja. Ich weiß gerade auch nicht, wie genau ich mich am klügsten aufstelle. Ich muss halt probieren oder versuchen, die Pikeniere auszumanövrieren, aber das kann ich halt. Ja, an sich ist es mehr oder weniger Schnulze-Bulze egal, wie ich mich aufstelle. Weil, ich werde so oder so verlieren. Le General kommt hier hin, die da kommen jetzt hier hin, Le General kommt hier rein. Die kommen da hin. Die bleiben ein bisschen im Hintergrund und die da sind so die Knautschzone hier. So. Gut, wir müssen nämlich versuchen, ja, also so viele wie möglich zu köppen von dem. Ich spule mir kurz vor. Da kommt er nämlich von hinten. Ist das Kavallerie? Wer ist denn auch Speer? Wieso lässt er die hier? Das ist nicht so gut, weil ich wollte mit meiner Kavallerieeinheit seine Balliste platt machen. Okay, dann muss ja nicht, ne? Muss ja nicht. Ich schieb mich mal ein bisschen nach hinten. Ich will auf jeden Fall versuchen, mit dem General so viele Fernkämpfer wie möglich auszuschalten per Tasten.
Bürgerkavallerie ist überhaupt kein Problem für mich. Die sind ziemlich schlecht. Aber die schönen, hübschen Pikeniere sind halt das Problem. Die sind halt ja wirklich hier ziemlich overpowered. Aber das wissen wir alle ja schon. Kribbel, kribbel, kribbel. Das war ein guter Charge. Beziehungsweise kein Charge, sondern war halt guter Pull. Männer wanken. Ja, lass mich raten. Der Mob. Der Mobs wankt. So, der General ist so freundlich und kommt alleine. Ja, sehr süß. Gut, volle Kanne auf die Pikeniere, bitte. Da geht's noch. Ne? Schieß mal. Schön in den Rücken rein. Das gefällt ihnen doch. Hauptsache, ich bekomme den. Hauptsache, ich bekomme den. Den General von ihm. Ist er noch standhaft? Ja, jetzt kommen zwei Hopliten und dann Pikeniere. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, aber in Ordnung. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jetzt mach den mal fertig, ne? Mutige Römer bis zum letzten Mann. Blicken. Das ist an sich ganz gut, weil, dass die den gerade umrundet haben. Auch wenn ich es nicht gesagt habe, aber egal. Die schießen gar nicht, ne? Die haben immer noch volle. Die schießen nicht. Das ist nicht ganz so gut. Warte mal, schießen? Oh. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, das sind sie ja wieder. Der feindliche General. Yay, mehr erwarte ich gar nicht. Super. Die da sind ja richtig heftig drauf, ne? Aber jetzt, na, jetzt können die nichts mehr machen. Lebe!
Okay, ich gehe mal nach da. Vielleicht trennen sie sich mit. Schick die mal kurz raus. Vielleicht überleben die das rausschicken. Das wäre auf jeden Fall. Unsere gut. Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, das haben die ja sogar überlebt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Fliehen die. Das ist ein schändlicher mein General? Ah, da. Super. Kann er hier noch was machen? Hm, eigentlich nicht mehr. Dann versuche ich mal die Dinger da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Letzter Charge hier. Ja, naja. Ah, drei hat er gekillt. Drei haben die gekillt. Ja. Vier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Gut. Naja. Das ist ja das Blöde, also das Gute ist, ich habe seinen General getötet. Das Blöde ist, ja, mein Familienoberhaupt ist jetzt tot. Das ist nicht ganz so praktisch. Das ist ganz und gar nicht praktisch. Jetzt muss ich, mein Armer. Ja, und jetzt, ach, krass. Der, also neue Karthago wurde hier rausgeschmissen. Das ist natürlich interessant. Was macht jetzt Reta? Ich will nicht in Spanien schauen, wenn der Reta irgendwas macht. Wir werden sehen, was der Reta da auch macht. So, edler Tod, Pflicht ruft. Okay, wir... Yes, wir haben wieder Diktator. Wir haben wieder einen Diktator. Das ist wunderbar. Legion 5. Korruption. Es ist immer leicht für den Senat, die Provinzgouverneure zu überwachen. Manche, wie dieser Mann, missbrauchen ihre Position. Wie soll vorgegangen werden? Erpressensstrafe. Nee, Strafe. Ehrenhafter Tod. Siedlung wird belagern. Ein neuer Anführer. Forschung abgeschlossen, Verschleiß, Militärsalver. Okay. So. Guten Tag. Das können wir ja automatisch machen. So. Sehr schön. Oh, freilassen, den töten wir jetzt dann. So. Ja, nochmal freilassen.
Gut. Jetzt voll marschieren. Die da brauchen jetzt wieder ein bisschen, um sich aufzurackern. So, was ist hier los? Das ist blöd, dass die so... Und hier sind drei Armeen. Also, wenn ich hier hingehe, dann ist die Legion tot. Weil selbst wenn ich eine oder zwei, also wenn ich den abgreife und den zufälligerweise besiege, kommt dann noch Athen und ja. Das ist gerade nicht ganz so toll. Wo ist denn mein... Der da, genau. Der soll ja jetzt mal schnellstens hier hin. Rom wird der jetzt nicht angreifen. Dafür... Okay. Dafür hat er zu wenig Männer. So, nochmal gepanzerte Legion. Nee, Prätorianer. Nee. So. Adler und so. So. Denen geht's wieder ganz gut. Das ist schön. Ich kann jetzt wieder ein... Warte, das ist jetzt... Nee, wo ist denn mein Diktator jetzt? Diktator, wo bist du? Wo bist du? Der Pharao. Wo bist du denn? Hier. Ach, du bist das. Ach, du bist das. Was bist du denn für einer? Moral. Unterhaltskosten. Verstärkungsrate, Moral. Ja, der ist eigentlich auch nicht ganz so schlecht, aber für meinen Diktator will ich doch in 8 Force Base Arena gehen. Okay. Dann tue ich hier mal ein... Ach, ich kann auch hier einen... Okay, der ist interessant. Also Verstärkungsrate ist immer gut. Die anderen sind unwichtig. Aber ja, Chance auf Verwundung ist immer extrem wichtig. So, was mache ich mit euch? Also, in einer Runde schaffen die bei, also die wahrscheinlich auch hierhin. Ach genau, das war der. Okay, ich gehe mal hier hin. So. Ich hoffe, man hört die Kinder draußen nicht. Legionärskohorte. So. Epidam, was ist da? Ja, da. 4 Legionäre und okay. Ja, das passt schon. Du gehst mal hier hin und versuchst die zu stoppen. Das ist schon mal gut. Du versuchst diesen hier zu stoppen. Natürlich nicht. Die ist hochgelevelt. Das ist gut. Das ist gut, ja. So, Della. Okay, du brauchst eigentlich nur 2 Runden.
Die können zum Glück nur die nötigsten Sachen, so ja, die billigsten Einheiten rekrutieren, das ist ganz gut. Ja, leider bekommst du nichts, tut mir leid. So, hier geht's eigentlich echt gut. Loyalität, warte mal, da schaue ich mal, wem das gehört da drüben. Das gehört mir. Dann mache ich hier die. Genau, 10 Loyalität zur politischen Partei, die diese Provinz regiert. Und das bin nun mal ich. Und Geld brauche ich gerade nicht. Und deswegen ist das ganz gut. So, du bist noch hier. Du bist auch noch hier. Genau. Und da ist es, da habe ich 4 Ballisten und 19. Na, Garnisonseinheiten und das ist halt richtig gut. So. Ihr bekommt leider nix. Tut mir leid, tut mir leid. Ach, ich wollte noch den einen, also meinen Diktator jetzt eine Frau suchen. Warte mal. Warte mal, Entschuldigung, ich spiele das. Die Landeinheit, der wird ja das einfach überrennen. Aber mit denen kann ich hoffentlich noch einige Schiffe versenken. Weil das ist nämlich eine Invasionsflotte mit nur Transportern. Ich muss unbedingt jetzt auch. Ja, wo kommt denn die Flotte her? Wo kommt denn die? Warte mal, sie müsste eigentlich von da kommen. Da. Schöne flambieren. Auf allen Vieren. Ich will auf jeden Fall die Pikeniere, genau. Alter, wie die sich ja selbst aufhalten, ne? Hopliten, Söldner, Leinpanzer-Schwertkämpfer. Das Gute ist, er hat noch keine Fernkämpfer, jetzt hat er Fernkämpfer. Alter, wieso können die jetzt werfen? Das ist blöd. Wieso? Wie? Männer wanken. Unser General wird angegriffen. Alter. Wieso hält der das aus? Alter, ist das blöd. Na komm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das war sehr erfolgreich. Gut.
Also ein billiges Schiff haben wir aufgehalten. Super. So. Jetzt werden wir schon wieder aus Griechenland rausgeschmissen, nur wegen dieser blinden Sezession. Ich glaub's ja nicht. Oh. Nerv. Naja. Aber noch sind wir ein bisschen in Griechenland. Also, nee, sind wir nicht mehr. Darum ist ja nicht mehr Griechenland. Also, ja, und jetzt kommt der da, ne? Ich versuche mal mit Pergamon ein Friedensabkommen zu machen. Mal schauen, vielleicht will der das. Alter, jetzt. Echt jetzt? Jetzt fährt er da hoch. Was für ein. Für ein Penner ist das denn? Junge, Junge. Das war echt arschig. Ja, jetzt. Und die kommt von da ganz nach unten. Und macht jetzt irgendwas. Jetzt brauche ich da auch wieder einen Agent. Ach, ist das nervig. Handelsabkommen aufgelöst. Militärsabotage. Natürlicher Tod. Mission erteilt. Kategorie Belagerung. Oh, nee, ich glaube nicht. So. Du bildest den mal aus. Der geht jetzt nach da wetten. So, du gehst. Du. Du kannst aber weit gehen. Warte mal. Jetzt mal bis dahin. Und die. Warte, Attentat. Feind verwundet. Okay, der hat 2, 4, 6. Wieder 6. Pekinier-Einheiten. Gut. Ich glaube, das mache ich automatisch. Das ist klar, dass wir das gewinnen. Ja, 83. Das passt. Das passt. So, super. Ja, aber du bekommst leider nichts. Öffentliche Ordnung. Einheit mit Schwertern. Okay, aber du, ja, tut mir leid, du bekommst halt nichts. So, und die wollen jetzt hier wieder. Ja, cool, du kannst ruhig weiter plündern, das ist ja jetzt nicht mehr meine Provinz. Sehr schön. Ah, nicht sehr schön. Okay, du bekommst noch was. Genau, feindlicher Agent. Okay. Was kann ich da noch tun? Rhodos ist ja jetzt auch wieder verfeindet mit mir. Wunderbar. Flotte aufstellen. So. Ich bilde ich mal noch mal weiter aus.
Ah, plötzlich ist der Regen weg. So, 10. Und dann so. Ja, komm. Gut. Das ist der Vorteil, wenn man so viel Geld hat, ne? Wenn man nicht so einen Zeitdruck hätte, dann wäre das ja alles nicht so schlimm, aber ich habe sehr viel Zeitdruck. Okay, warte, hat der? Nee, der hat auch. Gegen Barbaren, Kavallerie. Geheimaktion, Moral. Ja, okay. Was wollte ich da noch? Ah, das ist gut. Da bekommt er kein Gravitas. So, bei denen zum Beispiel bekommt er Gravitas und Gravitas ist halt Einfluss. Deswegen. Ach, der hat noch eins. Uiui, nee. Genau. Du da. Kannst keine Frau bekommen. Schade. Nein. Ach, verdammt. Schutz vor Geheimaktion bei Agenten. Öffentliche Ordnung. Ja, nochmal geheim. Gut, das Problem ist halt. Ach so. Uiuiui. Die beiden sind schon tot. Okay. Wie sieht's mit Servilla aus? 0. Okay, das ist gut. Paprika ist nicht so toll auf uns zu sprechen. Ach, wir sind schon wieder fertig. Dann ganz schnell danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und okay, jetzt kann ich kurz Pause machen und bis zum nächsten Mal. Bye. Sega. Sie müssen bestraft werden!